So, Hallöchen, herzlich willkommen zu Final Fantasy 7 und ich höre mal auf mit dieser bescheuerten Art zu reden. Also wir sind hier gerade, also wir sitzen quasi auf dem Gold Saucer gerade fest, weil die Bahn ist kaputt. Und deshalb übernachten wir jetzt in diesem komischen Geisterhotel. Sonst haben wir keine Chance zusammen zu sein, was? Cloud, was ist damit? Kannst du mir erzählen, was geschehen ist? Ich weiß nicht, was los ist, denn ich war ja nicht von Anfang an dabei. Ja, ich bin dafür. Gute Idee. Ich bin von Anfang an dabei und ich weiß immer noch nicht, was hier so abgeht. Cloud, was zum Geier geht hier ab? Komm, erzähl schon. Gut, ich versuch's. Puh. Wir folgen Sephiroth. Sephiroth sucht wohl das verheißene Land. Das verheißene Land? Ein Land voller Mako-Energie. Das glaubt zumindest Shinra. Ich weiß nicht, ob es tatsächlich existiert. Die Cetras kehrten ins verheißene Land zurück. Ein Land, das grenzenloses Glück verspricht. Cetra? Ist das eine Krankheit? So nennt sich das alte Volk. Hey, hast du den Alten am Cosmo Canyon nicht zugehört? Das heißt dem Alten in dem Fall. Du weißt nicht, wo das verheißene Land des alten Volkes ist. Du suchst und reist, bis du es fühlst. Du weißt es einfach. Das ist das verheißene Land. Aeris, fühlst du es auch? Ich denke schon. Sephiroth reist also in der ganzen Welt herum, weil er das verheißene Land sucht? Stimmt das? Ja, und er sucht noch was anderes. Die schwarze Materia. Ich habe von Dio gehört, dass ein Mann mit einem schwarzen Umhang die schwarze Materia sucht. Ich weiß nicht mal, was... Nochmal vor. Ich weiß nicht mal, was der schwarze Umhang ist. Wie viele Männer mit schwarzem Umhang und Zahlentätowierungen gibt es? Natürlich weißt du's. Meine Tätowierung ist die Nummer 13. Wie hast du die Tätowierung bekommen? Hojo hat sie gemacht. Alles andere sind nur Kriegswunden, aber die Zahl hat Hojo gemacht. Es gibt also mindestens 13? Weißt du, ich glaube, Hojo hat den Männern mit dem schwarzen Umhang etwas angetan. Aber ich weiß nicht was. Es hat aber mit Sephiroth zu tun. Deshalb denke ich, wir sollten nur Sephiroth selbst folgen. Ja, ich auch. Das ist alles verdammt kompliziert. Und? Tut mir leid, vergiss es. Ich glaube, ich bin müde. Ich gehe jetzt ins Bett. Was war das so plötzlich? Was? Das war's? Ich gehe ins Bett. Ist das alles? Wie wär's mit der schwarzen Materia? Du würdest es nicht verstehen, selbst wenn ich es dir erzähle. Jetzt müssen wir uns nur noch alle an die Arbeit machen. Morgen fangen wir an. Cloud. Ich bin Nummer 13. Ob ich auch wahnsinnig werde? Ich weiß nicht, was Hojo getan hat, aber bis jetzt bist du doch okay. Aber... Sei stark. Aber ich... Hör auf! Ja, Red... Na, Nanaki heißt er ja eigentlich. Hör auf, Nanaki! Sei stark! Tiefer. Du bist nicht der Einzige, der sich Sorgen macht. Ich weiß nicht, was los ist, aber wir sind in einer schlimmen Lage. Hey, Sid, lass uns in unser Zimmer zurückgehen. Ich hoffe, ich habe überzeugend geschnarcht. Das Spiel hängt fest. Ah, jetzt geht's wieder. Schnarch, schnarch. Ach, da kloppt jemand.
Tiefer? Cloud? Was ist los? Ich habe mir überlegt, was ich sagen will, aber es ist etwas peinlich. Oh? Sag Cloud. Wie wär's? Sollen wir uns hier wegschleichen, um etwas allein zu sein? Ah, von der Szene habe ich gehört und ich habe sogar das gekriegt, was ich am liebsten wollte. Hey, es ist so. Man hat nämlich mit einem der Charaktere ein Date. Heute Abend ist Zaubernacht, alle Attraktionen sind kostenlos. Denn wenn man, es hieß, wenn man das zweite Mal zum Gold Saucer kommt, hat man mit einem von vier Charakteren ein Date. Ich erkläre kurz die Mechanik, wie ausgewählt wird, mit wem. Es ist nämlich wie folgt. Vier Charaktere stehen zur Auswahl in einer entsprechenden Priorität. Ich gehe mal kurz runter, wie ich das verstanden habe. Ganz oben steht Eris. Die hat auch den höchsten Grundwert, weil durch Entscheidungen, die du triffst und Sachen, die du sagst, änderst du die Werte der Leute. Danach kommt Tifa. Die hat, glaube ich... Ich glaube, Eris hat am Anfang 50, Tifa 30. Danach kommt, glaube ich, Yaffi mit 20 oder 10. Und danach, lacht nicht, es ist wirklich so, Barret mit 0. Man kann ein Date mit Barret haben. Tja, das finde ich auch ein bisschen eigenartig. Und in unserem Fall hat Tifa durch unsere Entscheidung den höchsten Wert gekriegt. Also es ist zum Beispiel so, dass du eine Wahl hast, in einem Gespräch das oder das zu sagen. Und dann wird im Hintergrund gerechnet, aha, der hat das gesagt, Tifa plus 3, Eris minus 2 oder sowas. Das ist eine der Möglichkeiten. Und wir haben jetzt das Glück gehabt, dass wir Tifa gekriegt haben. Ehrlich gesagt, ich bin froh drüber, weil ich finde Tifa richtig klasse von den dreien. Also wenn ich persönlich jetzt die Wahl habe, einfach so charakterlich, weil Eris, die ist zwar lieb und nett, aber die ist eben so das, wie soll man sagen, die ist so die Märchenprinzessin, die im Wald mit den Rehen spielt. Das ist nicht so mein Fall. Tifa ist eher so, ja, die hat halt faustdick hinter den Ohren und mag. Und Yaffi zum Beispiel, die ist für mich zu frech. Die ist einfach, Entschuldigung, das ist beklaut. Wobei Yaffi, glaube ich, die ist, die beim Date angeblich am meisten rangehen soll. Aber wir werden ja sehen, wie weit das mit Tifa geht. Ich weiß es nicht genau, wie es ausgeht. So, heute Abend ist Zaubernacht. Alle Attraktionen sind kostenlos. Wer ist ihr zwei? Es gibt einen Unterhaltungsschirm im Grand Square. Komm, gehen wir. So, und jetzt geschieht wohl sehr viel automatisch. Aber das, da bin ich echt drauf gespannt. Glückwunsch. Ihr seid heute unser 100. Paar. Wird es einem auch gesagt, wenn man mit Barret hier ankommt? Ihr beiden seid die Hauptdarsteller unserer heutigen Show. Hä? Oh nein, es ist gar nicht schwer. Spielt einfach, was ihr wollt. Den Rest erledigt das Ensemble. So. Hier geht's lang. Hey. Klingt witzig. Komm schon, Cloud. Wir probieren's. Ich wette, wenn man Eris dabei hat, muss man die zu allem überreden. In grauen Urzeiten erschien ein böser Schatten über dem Königreich Galdia. Prinzessin Rosa wurde vom bösen Drachenkönig Valvados entführt. Was wird mit ihr geschehen? In diesem Augenblick tritt der sagenumwobene Held Alfred herbei. Alfred, so ein epischer Name. Hallo Alfred. Oh, du bist bestimmt der sagenumwobene Held Alfred. Nein. Hey, du bist dran. Ja, du. Oh, du bist bestimmt der sagenumwobene Held Alfred. Ich flehe dich an. Bitte rette Prinzessin Rosa. Bitte sprich jetzt mit dem König. Müssen sich alle so drehen? Oh, sagenumwobener Held Alfred, du bist gekommen, meine geliebte Rosa zu retten. Auf dem Gipfel eines gefährlichen Berges haust der böse Drachenkönig Valvados, der Prinzessin Rosa entführt hat. Aber du kannst den bösen Drachenkönig jetzt nicht besiegen. Wende dich an einen, der dir helfen kann. Was müssen die alle so Pirouetten drehen? Er den Zauberer fragen wir. Ich bin der große Zauberer Wormann. Was möchtest du wissen? Die Schwäche des Drachen. Die Maße der Prinzessin, das möchte ich wissen.
Was wird als nächstes geschehen? Oh, sage nun, wobener Held, sieh nur. BDK, böser Drachenkönig. Was denn? Du wagst es, den bösen Drachenkönig zu missachten? Ich bin der böse Drachenkönig Valvanus. Ich habe der Prinzessin kein Leid zugefügt. Ich habe auf dich gewartet. Bitte hilf mir, sagenumwobener Held. Und? Wer ist dein Feind? Sag es. Der böse Drachenkönig, würde ich sagen. Wir können wahrscheinlich hier alles total crashen, aber machen wir mal den bösen Drachenkönig. Was? Ich danke dir, du hast mich vom Bann des Zaubers befreit. Ich bin wieder ich selbst. Ernsthaft? Schau nur, die Liebe hat gesiegt. Oh nein. Hilfe. Was ist das denn? Wir wollen zurückkehren und feiern. Ja, wir werden ein Fest feiern. Na toll. Oh, da steht jetzt Tifa einfach alleine. Wie geil. Oh, wie ist die Macht der Liebe unergründlich. Und wenn unser sagenumwobener Held Alfred nicht gestorben ist, lebt er mitsamt unserer Geschichte noch heute. Hey, was soll das? Das kann doch nicht das Ende sein. Das Spiel hat so einen bekloppten Humor an einigen Stellen. Die sind pumpig, finde ich. Das war lustig. Hey, lass uns als nächstes zur Gondel gehen. Ah, okay. Waren wir doch letztens erst. Zweimal bitte. Bitteschön, zwei Fahrkarten. Entspannt euch und genießt die Sehenswürdigkeiten des Gold Saucer. Hübsche Musik. Oh, wie hübsch. Sieh nur, Cloud. Wir können wieder nur vor uns zurückwippen. Oh, Cloud. Oh, jetzt können wir rausgucken. Wow. Geiles Feuerwerk. Ist das nicht schön? Okay, ich sag's einfach frank und frei heraus. Was? Harris könnte es wahrscheinlich ganz einfach aussprechen. Cloud? Ich hoffe, ich kriege die Dramatik hin. Manchmal ist es ganz schön schwierig, so lange mit einer... Was? Ich meine, es kommt vor allem auf den richtigen Moment an. Das war jetzt zu schnell weg. Schon. Cloud? Ich... Okay, ein misslungenes Liebesgeständnis, glaube ich. Und war zu früh wieder da. Cloud, das war ein toller Abend. Übrigens, was wolltest du vorhin sagen? Nichts. Nichts. Hm? Oh, es ist schon spät, wir müssen zurück. Ach, mit dieser Musik im Hintergrund, ich finde das... Das berührt einen schon irgendwie. Kate? Das ist Kate Sith. Er benimmt sich komisch. Hä? Ist das der Schlüsselstein? Hey, Kate Sith! Da haut er ab. Battle, glaube ich. Speed Square. Wonder Square. Decken kannst du dich nicht. Chocobo?
läuft in das Chocobo-Rennen? Oh. Du kannst doch nicht einfach den Schlüsselstein klauen. Dreck, irgendwie muss man den doch kriegen. In dem Moment fliegt jetzt was vorbei. Hierher, hier ist der Schlüsselstein. Gut gemacht. Zing? Sag bloß, der arbeitet jetzt für Shinra. Hey! Warte doch mal, ich laufe nicht weg und ich verstecke mich auch nicht. Ja, ich bin ein Spion. Shinra hat mich angeheuert. Halte uns nicht zum Narren. Ich konnte nicht anders. Aber warum machen wir nicht einfach weiter, als wäre nichts geschehen? Auf keinen Fall, Freundchen. Ganz schön dreist von dir, dich wie ein Freund zu benehmen, obwohl du ein Spion bist. Also was dann? Willst du mich in Stücke hauen oder so? Oder sowas so? Das würde überhaupt nichts bringen. Mein Körper ist nur ein Spielzeug. Mein wirklicher Körper befindet sich in der Shinra-Zentrale. Von dort aus bediene ich den, der gerade vor dir steht. Du bist also von Shinra. Wer bist du? Ich kann dir meinen Namen nicht sagen. Das führt doch zu nichts. Siehst du, ich hab's dir gesagt. Also Schluss mit dem Gerede. Warum gehen wir nicht einfach weiter? Denkst du, ich mach Witze? Schon gut, ja, ich arbeite für Shinra. Aber ich bin deswegen noch lange nicht dein Feind. Da ist hier noch was, das mir zu schaffen macht. Ich glaube, es ist die Art, wie ihr alle lebt. Ihr werdet nicht bezahlt und kriegt keine Anerkennung für das, was ihr tut. Aber trotzdem setzt ihr bei dieser Reise euer Leben aufs Spiel. Wenn ich mir das so ansehe, dann muss ich über mein eigenes Leben nachdenken. Und dann denke ich mir, dass ich nicht wie bisher weiterleben kann. Du lügst schon wieder. Er wird nie die Wahrheit sagen. Einmal Spion, immer Spion. Mit so jemandem können wir nichts anfangen. Los, wach endlich auf. Wie ich es mir gedacht habe, reden hat überhaupt keinen Sinn. Aber ich habe mich auf so etwas vorbereitet. Hör dir das nochmal an. Fati, Tifa! Marlene! Hey, das ist Tifa! Tifa! Tifa, weißt du was? Ihr müsst also tun, was ich sage. Boah, der Arsch. Du bist sowas von niederträchtig. Das wollte ich eigentlich nicht tun. Schmutzige Tricks anwenden und Geiseln nehmen. Aber so ist das nun mal. Keine Kompromisse. Warum machen wir eigentlich nicht weiter wie vorher? Morgen ist der Tempel des alten Volkes dran, oder? Ich weiß, wo er ist. Ich zeig's dir. Shinra-Leute werden dort sein, aber damit müssen wir auskommen. Boing, boing. Uns bleibt keine Wahl. Wir tun, was er sagt. Marlene. Wir können uns bewegen. In der Eisenjungfrau ist nichts, oder? Doch. Elixier? Das ist eine Minibar. Wie geil. Ach, aber eine scheiß Situation jetzt eigentlich mit Marlene. Können wir schlafen? Nee. Warum hast du so lange gebraucht, Cloud? Oh ja, was den Tempel des alten Volkes angeht. Wenn wir den kleinen Bronco nach Osten in Richtung Meer nehmen, müssten wir ihn finden. Also gut, gehen wir. Wer kommt mit? Ich will gehen, aber sicher. Heißt das, wir müssen Aeris mitnehmen? Oh nee. Ja gut, dann kommt eben Nanaki mit. Wir geben Aeris die ganzen Heilsachen und bitte. Meinetwegen. Materia hat sie ja bisher gerade keine. Wir müssen mal Materia von Cloud wegnehmen. Und zwar, Zusatzwirkung Gift ist eigentlich ganz nett. Ich glaube, ich lasse den momentan mal als Tank. Das heißt, extra AP hat er gegen Genesung kommt weg. Dafür kriegt der... Ach nee, den Schutz hat immer noch Dings, glaube ich. Er hier. Schutz. Versiegelung. Wo ist Blödsinn?
Kujata ist gut. Schreibt mal Versiegelung. Schlaf und Schweigen kann er damit schon. Das ist geil. Zerstörung habe ich jetzt gesehen, das macht im Grunde nichts anderes als Barrieren kaputt, ist relativ unnütz. Feindtechnik. Kriegt normalerweise der Tank, würde ich sagen. Ah, Mist, verdrückt. So, Cloud. Das heißt, Odin runter. Du bekommst Schutz. Behandlung bekommt jemand anders. Du bekommst dafür... Ach komm, bekommt er eben doch Odin? Manipulation, ja, eigentlich ganz nett. Gegenangriff, Genesung braucht er nicht. Gewitter, MP-Absorption. MP-Absorption braucht er eigentlich auch nicht. Wenn wir jetzt Cloud als Tank machen... Komm, kriegt er die Schwerkraft. Die Analyse. Die Feintechnik. Ares, du bekommst Verwandlung, du bekommst Wiederbelebung. Obwohl, die Wiederbelebung sollte jemand anders haben, die kriegt Nanaki. Du bekommst Genesung, du bekommst Raub, nee. Raub bekommt gerade Nanaki, würde ich sagen. Was haben wir jetzt hier? Versiegelung? Versiegelung kriegt sie auch. Also Verwandlung, Genesung, Versiegelung, Behandlung. Dann kriegt sie noch ein paar Angriffszauber. Gewitter, dann kriegt sie da die MP-Absorption. Warte, Gewitter, Blitz 2. Das Ding hier hat auch Blitz 2. Na, Kälte, Hitze, komm, Chocomock hatte sie ohnehin schon mal. Materia hier. Er bekommt Raub. Er bekommt Wiederbelebung. Hitze. Ach komm, Todesstoß einfach für Glück. Sonst, was haben wir denn hier noch? Kriegt er auch noch Gewitter, Wurf. Geben wir ihm einfach alles, was wir noch haben. Bitte. Geht auch so. Mir ist egal, was abgeht. Gehen wir einfach. Achso, da tauschen wir einfach nur wieder aus. Ach, hier ist ein Shop. Hallo, Shop. 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 Turtles Paradise Nummer 3. Vergiss die schlechten Zeiten mal im guten Glas. Das ist das Einzige, was im Goldsaucer fehlt. In Gasthaus mit guten Getränken und toller Atmosphäre. Schau ins Turtle. Na egal. Dann bis später. Okay, wir verlassen jetzt den Gold Saucer, würde ich sagen. Station. Und können dann hoffentlich vorher auch mal speichern. Für 5 GP. Ja, das Ding sieht aus, als wäre es wieder in Betrieb, aber hier möchte ich dann speichern und beenden. Ob er nicht vorbeigelaufen? Verstehe ich. Ah, da. Ja, jedes Speichern kostet 5 GP. Ach, hoppla, jetzt habe ich außerdem auch keinen Fall gewählt. Das heißt, ich kann jetzt gerade nicht speichern. Ich muss weg. Wieder rein. Ja, ich möchte speichern. So. Speichern. Spielstand 1. Perfekt. So, dann müssen wir jetzt also mit Ares rumlaufen. Irgendwo kriegt ihr mal ein paar Level-Ups. Und wir müssen versuchen, Ares ein paar Last-Hits machen zu lassen. Das wird dauern. Aber, ja gut. Erstmal würde ich sagen, beende ich dann hier die Folge. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Und ja, dann, ich hoffe, ihr hattet Spaß im Let's Play. Bis zum nächsten Mal. Cheerio, bis morgen.